Na, heute wieder eine kleine Wanderung. Nähe von Borkholzhausen. Geht irgendwie zur Ravensburg. Sehr ländlich gelegen. Startpunkt. Ja, war eine Bushaltestelle. Wir haben einen Parkplatz gefunden. Ja, da wollen wir mal loslegen. Was lachst du? Schön. Schön, dass du Spaß hast heute. Der Adam hat heute schon vorgelegt. 5 Kilometer hat er schon. Nee, 11,3. 11,3 habe ich heute Morgen schon gelaufen. Ja, oh Mann. Es gibt Leute, die kriegen nicht genug. Ja, Temperatur, 1 Grad. Ja, stimmt. Heute ist etwas kälter wie letzte Woche. Aber so ist das. Ja. Was ist das denn hier unten? Ist das wie eine Müllhalde oder ist das hier rechts? Ja. Entsorgung, war doch eben was? Ach ja, stimmt, Entsorgung. Entsorgung, ja. Wird wohl. Du musst heute mit Sicherheitsabstand laufen. 100 Meter. Stimmt, wir haben da hinten noch so einen komischen Typen, so einen Anhang. Guck mal, die Wälder, wir kommen langsam in die Wälder. Ich fühle mich gleich schon besser. Also die Gegend ist sehr schön hier. Also du bist hier ja schon gelaufen. Die gleiche Tour, oder? Nee, auch die Ravensburg war auch auf dem Weg, aber anderer Startpunkt. Dann komplett durch den Wald immer. Ach, cool. Ist doch was. Im Sommer. Okay. Im Sommer war das. Kleverschlucht. Kleverschlucht, Ravensburg. Okay. Na, die wohnen auch wieder ganz weit ab vom Schuss hier. Schön ruhig auf jeden Fall. Ja. Und schon ein bisschen grün. Ja. Ja. Ein bisschen glatt ist der Boden. Hat das heute? Ja gut, wenn du minus 1 heute Morgen hattest, hat es ja mit Sicherheit. Minus 3. Minus 3. Hat es ja doch gefroren heute Nacht. Ja. Ach, und läuft heute seine neuen Socken ein. Mit Sicherheit. Und sie auch vom Schuster.
die Leitung kapst, haben die auch nichts mehr. Ja, stimmt. Und viel Pferdemist. Ja, Viehzucht. Viehzucht. Und Pferde gehen von mir hin. Aber so sieht man ja nicht. Ja, aber wo sind denn die? Eine Pferdestelle sind hier aber keine, oder? Ja, nur so ein kleiner Stall da. Hm. Und die Hütte da oben auch nicht schlecht ist. Da kommen wir an. Müssen wir links oder? Nee, warte, das ist auch noch nichts. Das ist noch gerade raus. Gesagt, ich bin da oben. Ah, ah. Aber die Handschuhe sind nicht so mit Sicherheit. Nicht schlecht. Gefällt mir wohl. So, jetzt sind wir im Naturschutzgebiet. Ja, glatt ist es, ne? Ja. Geht die Meter links halten. Okay, auch immer. Wir sind schon zwei vor uns. Hier. Gut. Hier rechts dann, oder? Ja. Okay. Was war die Tour heute? 15 Kilometer? Was hat die? Nein, das machen wir nicht. Ich dachte, die hätte 15. 25 machen wir heute locker. Du, ja. Na schön. Immer nach Friederike. Drei Stunden 18 Minuten. Ja. 3 Stunden
dein Pferd hier aber auch langsam durchgeeiert. Pass auf, das sind Hühner. Pferde. Pferdeäpfel. Oh, hier sind wir. Hier reitet öfter einer mit dem Pferd durch. Okay. Ja, du, nicht schlecht. Du bist schon ganz schön, ne? Ja. Ein bisschen Frühling. Blauer Himmel, grüne Bäume. Was willst du mehr, ne? Ja, da kommst du schon vor jedem Sommer hier.
ist die Klemmerschlucht, ist das? Das ist die? Ich glaube, da unten ist die Klemmerschlucht. Die darfst du eigentlich nie betreten. Wieso? Sollen wir mal runter? Steht doch nirgendwo hier. Doch, vorne. Das ist die Klemmerschlucht. Da kann ich mich auch wieder dran erinnern. Ach da, okay. Ja, ist ja gut. Nicht ein Schild, nicht zwei Schilder. Ja, eine Menge Schilder hier. Und warum wollen Sie das? Warum, was steht da? Bitte nicht betreten. Wegen? Ist gesperrt. Aha. Ist mit Genehmigung der Forstbehörde vorübergehend gesperrt. Ja, denn. Ja, wenn hier alles gesperrt ist. Tja. Steinkreis Aachen, suchst du deinen Schatz? Ammoniten. Ich dachte, du suchst deinen Schatz. Ach, und deine Hose ist ja sauber. Heute könnte das ja klappen. Oder weiter, oder da? Wieder zurück. Ja, das ist auf unserem Weg hier. Okay. Der kleine Abstecher. So, das war die Klemmerschlucht, sagst du? Ja gut, eine Schlucht. Von der Schlucht habe ich irgendwie ein bisschen eine andere Vorstellung, aber... Irgendwie ist eine Schlucht für mich irgendwie ein bisschen größer. Und das war ja mehr so ein... Das war ja schon nicht mal mehr ein Schluchtchen, das war... Ja. Was? Ja. Den Punkt da, den Boden. Klemmerschlucht. Ja, siehste. Siehste, ein Highlight. Aber nicht mal eingezeichnet. Ja. Nicht mal eingezeichnet. Achso. Erlebniswald, Klemmerschlucht. Ja. Kommen nur clevere Leute raus. Bestimmt. Professoren, Doktoren und Besserwisser. Klugscheißer. Ja, wir gehen jetzt fast den Weg. Wir kommen ja an den Seen noch vorbei. Jetzt geht's im Bogen. Ach, Seen haben die auch noch hier. Ja. Jo. Da war mal ein Startpunkt letztes Mal. Okay. Ich bin andersrum gewesen. Ja, ist doch gut. Schon meine Nerven. Hier war ein Hotte Hü heute Morgen. Frische Spuren. Ist schon eingefroren. Ne, eben war gerade hier. Guck mal, da relativ frisch, denke ich. Da ist nicht drauf, Wasser weg. Ach, guck mal. So, sind wir hier denn. Also mal, noch mal eine Statusmeldung hier abgeben. Ja, wir müssen falls ich hier verschütt komme. Ein kleines Foto. Da.
hatte. Zu Hause hier. Ja. Ach so, bist schon einmal gelaufen, jetzt bist du gleich schon zu Hause. Na denn. Moin. Moin. Sportlich, sportlich. Hör auf zu lachen, Alter. Alter, Alter. Ach, ey. Na, der Puls passt nicht. Hast du dich aufgeregt? Nein, von 60 auf 139. Von 60 auf 1000. Hallo. Die haben schon wieder umgedreht. Die hängt ein bisschen nach. Das Tempo haben wir auch nicht durch. Das ist halt langsames Laufen. Das ist ja nicht anaerobes. Anaerobes Training ist höchste Fettverbrennung. Wenn du nicht zu, in einem gewissen Bereich musst du dann trainieren. Ja. Die schluckt. Ist das Schnee oder ist das ein See? Der Schnee ist es. Kein Tageslicht. Ja, hier auch, hier ist doch die clever Schlucht.
Tuck, tuck, tuck. In der freien Zone. Nee, irgendeiner hat wahrscheinlich mal eine Sterbemeldung gesehen oder so. Oh. Stellst du mir hier noch eine Falle? Sind wir? Ja, so ein bisschen parallel. Wo soll der denn sein? Ne, so richtig hier. Ja, ja. Hier ist es. Passt. Ja. Viel schneller. Hier vorne, hier kann es auch. Ja. Hier oben wird's matschig. Oberkörper frei oder was? Morgen endlich wieder Sport, ne? Fehlt mir auch schon so ein bisschen. Muss ich ja, die ganze Woche nicht gemacht, ne. Ja. Das macht man doch nicht. Also, der Körper schon genug mit der Krankheit zu tun. Wenn er hier keinen Bock hat, dann wäre. Aber stetig bergauf. Das stimmt. 225.
guck mal, die A6 steht da dran. Wow. Weniger. Ja, das ist ein bisschen übertrieben. Guck mal, kommt das erste Pferdchen. Ja. Hallo. Kann sein Pferd auch Gassi führen, ne? Ich erinnere mich an das Pony in Melle. Dieses Zwergpony oder Zwergpferd. Die beiden. Oder zwei, weiß ich gar nicht mehr. Ja. Wenn du die Klippen meinst, oder wenn da Klippen. Nee, nee, ich meine, in Melle, da lief doch so ein, im Schnee dieses weiße kleine Pony. Da haben sie doch mit rumgelaufen. Junge Familie mit Kind. Was denn? Sind wir schon so hoch? Ist der Sauerstoffgehalt hier schon so niedrig? Nicht du Renterklippen. Ja. So im Dunkeln erinnern. Ja, die hinteren beiden Videos fehlen eigentlich. Aber nur das erste. Da waren die drauf. Das war ziemlich, weiß nicht, zur Mitte, zur Ende hin. Ich glaube, kurz vor dem letzten Turm, da liefen die rum. Da war so ein kleines, weißes Pony. Ach, ey, das musst du doch wissen. Unser Weg führt immer nach oben. Ja. Nicht den anderen da folgen. Ist ein bisschen weicher der Boden und grüner. Ja, ja, denke ich auch heute.
So, der Schneeanteil nimmt zu, wir kommen höher. Gibt's da nicht, ich muss da noch einen Schnee drauf machen. Ja, weißt du Bescheid. Das glaubt ja keiner. Ja. Sekunde. Warum bist du hier eigentlich nicht untergekrochen? Vorsichtig, nicht, dass ich mir auf eine Vorne gekippt hätte. Sind wir richtig, wir müssen hier runter, Achim. Achim. Der hört wieder nicht. Nicht, der runter. Darunter ging auch ein Weg. Hier, wenn du sagst, hier, geh mal hier. Aber das ist ja nicht so richtig. Das ist ja richtig. Ein Knick wieder oder müssen wir wieder hoch? Hier haben wir hier auch ein bisschen. Alles dabei heute. Jo. Ausgezeichnet von unseren Vorgängern. Ja, gut. Kannst du eine Beschwerdemail schreiben und einen Kommentar? Ja, die meisten Touren sind auch im Sommer aufgezeichnet. Ja. Da geht man vielleicht doch einen Meter anders. Ja, das stimmt. Das kann schon sein. Ich finde eine ganz gute Aussicht, wenn die ganzen Bäume nicht wären. Ja. Hier habe ich meine erste Tour gemacht mit dem Zug hier zu diesem. Okay. Da hast du so quasi entjungfert, die ja, Schuhe. Auf dieser Ecke. Deine Jungfernwanderung. Das glaube ich aber auch. Ja. Eins, zwei, drei, vier. Wo geht's hin? Doppelt gucken hier. Ja. Wir mussten ja das Tipp geben. War das so? Ja. Gut. Ja, schön, dass gegen die Sonne macht. Immer so hier. Ja, ist auf jeden Fall. Aber da kommen wir noch hin. Ja, das bezweifle ich. Ja, also überleg mal. Tour ist 15 Kilometer. Wir ja, haben du, gerade 3,5. Also bis dahin, das sind ja schon 4, 5. Mehr. Ich denke mehr. Du musst ja. Aber das ist schon lang hier. Ne? Ja, das ist Luftlinie und dann musst du ja wieder zurück. Ah, ich glaube, das ist unrealistisch. Das müsste eine andere Tour sein, denke ich.
welche Richtung ist das denn? Tja, Mensch, das ist. Du hast doch die Karte. Ich hab doch einen neuen Kopf. Also, das ist 110 Grad, Ost, Südost. Aus. Wenn du siehst, wo du hergehst, so ungefähr, ne? Wir gehen rechts dran vorbei und da hinten müssen wir hin. Das ist hinter Bahnhausen. Können wir nachher gucken. Ich habe ja ein Foto hier gemacht. Ich weiß nicht, wo wir gestanden haben. Ich muss mal auf Maps gucken. Und wenn ich das sehe. Kannst du dich nicht beklagen, ne? Ja, ich bin hier auch hoch. So, aber das war, glaube ich, eine kleine Tour. Oh, du siehst da hinten, das wäre eine richtige, so eine richtige Bergetour, wäre das, ne? Ja. Wollen wir mal gucken. Ansonsten müssen wir selber was machen da. Echt schön. Ja, das ist eine Menge Etappen, ne? Wenn du den komplett willst. Das ist auch nicht schlechter. Der ist also durch, fotografierst du Aachen. Was? Der ist also durch. Mach mal das Foto, siehst du das da? Das sieht cool aus. Hat der eine Bäume, der stört so ein bisschen. Wirklich toll. Ja, ja, wir wohnen schon in der schönen Gegend, ne? Ja, ja, da hältst du sowas nicht, das ist klar. Da hältst du denn das Meer? Alter, du bist ja völlig herzlos heute. Eben hatte ich so ein bisschen Schmerz an der Hacken. Oh. Unter der Hacken. Aber von heute Morgen dann. Okay. Ja, so ist das weg. Der Geist weiß. Noch aber. Der ignoriert den Schmerz dann. Der blendet den aus.
Was da hinten wäre. Eine Hütte. Eine Wandershütte. Ach, das war die Schutzhütte, ist das? Ja. So, ja, wir kommen jetzt ganz runter, bis unten hin, da ist auch so ein Jugendheim. Okay. Und da war wirklich mein Schatten, da ist auch ein Parkplatz groß. Da hatte ich geparkt. Da kommt noch so ein blöder Schotterweg. Und alles durch nur mit solchen weißen Steinen. Aber ist schon wärmer geworden. Ja, wenn man alles dabei hätte, ne? Ja. Was haben wir denn jetzt? Egal. Kommt mir gar nicht so kalt vor, ne? Ja, ja, war Bewegung. Ja. Lass mal kurz ein trinken. Ich habe Durst. Ja, komm, ja, wir führen eine Bank. Na, guck mal, Hermannsweg zur Rasensburg, 2,5 Kilometer. Oder Hermannsweg Halle. Ne, wir müssen noch zur Rasensburg, oder? Wo müssen wir moin? Party? Da kommt hier eine Sonne. Ach ja, okay, dann kommen wir halt in die Sonne. Ein einsamer Wandersmann. Kerzen hingestellt, ich könnte ein bisschen Kerzen anzünden. Hier können wir als Hesedal Aufmacher nehmen hier für die Videokarte. Ich bin fertig. Ich auch. Na dann los. Ja, der Weg rechts geht, ist gestrichelt. Ja, das verändert beides, aber das ist hier fast dasselbe. Ja. Das ist auch der Weg, den ich hatte. Was?
So, in die Richtung geht es auf jeden Fall. Die Richtung des Baumes, ja, des Berges. Wir gehen hier runter, dann gehen wir über die Straße, dann kommen diese grünen Seen. Ja. Ja, und dann gehen wir wahrscheinlich rechts an den Schulheim vorbei. Aber wenn wir geradeaus gehen würden, würden wir den Berg hochgehen. Ja. Ja. Aber ich denke, okay, wir gehen ein ganzes Stück noch. Das könnte sein, dass wir da hochgehen. Ja, da gehen wir auch hoch. Weil ja, die Landsburg ist ja hinter uns. Die kommen wir zum Schluss. Ach so, stimmt, hast recht. Ja. Da kommen wir, das heißt, wir gehen da oben mit dem Berg, mehr oder weniger. Ja, guck mal. Dann wieder zurück. Das ist ja parallel schön. Zur Anfahrt oder zum Hinweg, dann zur Ramsburg. Da kann man schön Kaffee und Kuchen essen. Super. Wenn man auf ist. Letztes Mal habe ich da gesessen. Und? 10 Minuten ist keiner gekommen von der Bedienung. Und wir sind weitergegangen. Ja, mit 10 Minuten, da sollte schon mal einer da gewesen sein. Ja. Ne? Ich meine, da war ja wahrscheinlich nicht so viel los, oder? Ja, so 6, 7, 8 Leute. Da sind gleich 2, 3 Tische besetzt. Okay. Mehr nicht, also mehr hatten die auch nicht. 4, 5 Tische außen draußen. Ja, gut, vielleicht haben die mit keinen neuen Gästen gerechnet. Doch, also die Burg ist ja nicht klein. Ne? Ja? Okay. Da ist ja auch Brunnen drumherum und so ein Anbau. Und, oh. Ja. Nein. Vielleicht war das ja die Burg, wo meine Mutter war. Muss ich mir mal nachher mal zeigen. Nicht, nicht so groß wie die Schaumburg. Nicht? Ach so, okay. Aber auch ein bisschen auch was. Meine Mutter erzählte was vom Brunnen und in der Schaumburg, der war ja gar kein Brunnen, ne? Aber ich bin nicht auf dem Turm gewesen. Okay. Ich weiß gar nicht mehr warum. Ja, vielleicht. War die Sperre oder so? Ja, kann ja sein. Glaube ich auch nicht. Na, werden wir ja heute sehen. Genau. Achso, ich hatte mir überlegt, wir könnten auch gerne, ich weiß nicht, müssen wir mal gucken, nach Süddeutschland, weil, muss ich mit Melli mal reden, die haben ja eine Einliegerwohnung, ne? Noch eine zweite, da können wir dann übernachten und da unten dann mal wandern. Können wir nicht umsonst übernachten und da unten mal wandern. Das ist im Schwarzwald, ne? Das ist am Bodensee. Das sind, ich glaube, 20 oder 30 Kilometer vom Bodensee entfernt. Ehrlich? Ja. Schöne Ecke. Ja, muss natürlich weit fahren. Also ist natürlich, keine Ahnung, ja, fährst du bestimmt 7 Stunden. Für 2 Tage lohnt es sich dann vielleicht nicht. Nee, deswegen. Aber zumindest. Weil ich hab hier auch noch, also Schloss Schwansee. Steinstein, da will ich auch noch mal hin. Da muss ich noch hin? Schloss Schwanstein, ja. Ja. Alter, jetzt geht's ab hier. Hey. Wir werden uns gleich alle Knochen brechen. Hätte ich das gewusst, hätte ich meine Schlittschuhe mitgebracht. Ach scheiße, ich habe ja keine. Der Gliedung hier gleich mal plumpsen sehen. Das gute Phantom. Dein Phantom. Ich habe da nichts mehr mit zu tun. Ich bin da außen vor. Ne, Schloss Schwanstein ist auf jeden Fall. Das ist ja Must-Have. Neuschwanstein. Ja, Neuschwanstein, genau. Das ist ja die Burg, die sie für Disney genommen haben, ne? Genau. Als Vorbild. Genau. Wo die Japaner alle rumlaufen. Ja, genau. Schwangau heißt der Ort. Ich habe ja schon geguckt, gegen Hotel oder so. Wo ist das? Weißt du das? Ja, aber wo ist das? Das ist alles in der Ecke da unten. Baden-Württemberg, Bayern, oder? Ja. Ach, Bayern. Ja. Alles da unten. Schön. Weißt du, wir müssen das aufnehmen? Warte mal, ob das Phantom hinfällt. Er geht am Rand. Ja, siehst du. Loser gehen immer am Rand. Nee, das ist, könnten wir runterfahren und dann. Ich muss dieses Jahr eh noch runter, sowieso im Oktober. Aber vielleicht könnte man vorher noch mal. Also Vanessa würde gerne noch mal vorher runterfahren. Kein Problem. Man wird mit dem Urlaub hinbringen. Ja. Guck mal, die ganze Steine, die ich gesagt habe, sind bloß alle eingefroren. Ja. Und Melli läuft ohne Ende mittlerweile, genauso durchgeknallt wie wir. Ja.
Die ist immer wandern, macht natürlich alleine. Ne? Hatte hier auch eine Uhr geholt von Garmin. Die wandert auch viel. Ja, mit einem Hund dann, ne? Die hat immer mit einem Hund. Wie groß ist der Hund? Der ist ein großer Hund. Nee, ist ein großer Hund. Ein großer Hund. Ja. Die hat schon gesagt, wenn ich da runterkomme. Das sind alle, die mithören, hier stinkt es. Ja. Ne, oder? Ja, es hat gerade nach Jauche. Weiß nicht. Nach Jauche. Ja, geht doch. Also, das ist Natur. Das ist Natur, da muss man ja halt durch. Was macht der Akku? Keine Ahnung, weiß ich. Muss mal gucken. Ja. 400 Meter, da müsste eigentlich schon kommen. Oh, 2%, der ist gleich weg. Siehst du? Da unten an der Straße kann man gleich wechseln. Ja. 2%. Ja, am Schild sind das. Wie viele Kilometer haben wir denn schon? Ein Drittel? Ich habe nur 3 Akkus. Ein Drittel? Ja, sag doch. 5 Kilometer. Passt es, ja. Ja. 5 Kilometer. Na gut. Dann passt es, ja. Ich bin heute sehr großzügig mit der Länge, mit der Strecke. Na guck mal, es müsste ja schon fast hier am Fuß von dem Berg sein, wo wir eben geguckt haben, oder? Ja, genau. Kommt mir das mal so vor. Ja, hier bin ich nicht da, da hinten ist das Landteil. Dann natürlich erst die ersten 1,5 Kilometer hoch, war schon wieder ganz schön anstrengend. Ne? Ja, gut. Dann mit neuen Schuhen. Das stimmt. So, jetzt kommt der Akkuwechsel. Achso, das mit. Das müssten wir dann im Sommer machen, wenn die Kinder Ferien haben. Ne? Wann ist Sommer? Ich weiß gar nicht, wann die jetzt nochmal. Juli? August? Im Juli fliegen wir jetzt 2 Wochen davor. Also. Ja, gut, dann müssen wir halt davor oder danach. Davor oder keine Ahnung. Gehen wir schon irgendwie hin. Urlaub habe ich noch, wir müssen gleich wahrscheinlich rüber. Okay. Ja, machen wir erst jetzt. Lassen wir jetzt erst den Akku wechseln. Ja. Ja.